Moin oder was und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Unsere GoPro hat leider ein paar Faxen gemacht, deswegen muss ich den Intro-Shot leider nochmal im Nachhinein drehen. Also, wir befinden uns diese Woche bei Max Moreno zu Hause. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Und wer ihn noch nicht kennt, hier ein kleiner Zusammenschnitt von seinem YouTube-Account. Hat er getroffen? Von Gott klar gemacht! Der liebe Max hat uns auf Instagram geschrieben und meinte, yo, ich habe hier so eine sogenannte Russian Swing, wie ihr gerade schon in den letzten zwei Clips gesehen habt. Die möchte er jetzt verkaufen und hat gesagt, er könnte sich keinen besseren vorstellen als uns. Ja, hat er natürlich ganz klar, war. Wir haben uns nicht lumpen lassen, sind zu ihm hingefahren und ja, probieren das ganze Teil jetzt mal aus. Und was das Ganze wird, das seht ihr ja jetzt. So, Alter, hast du Bock? Ja, Bock, halb, Angriff ist vorhanden. Wie das Ganze funktioniert, habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ich probiere es einfach mal, ne? Und los. Also eine grandiose Rolle war das nicht, aber der Flug war geil. Alter Bär. Klappt daneben ist auch vorbei, wie man Ostdeutschland gerne sagt. Versuch Nummer 2 bis auf die Matte drauf. Diesmal klappt das auch. Alter, ich fühle mich gerade wie so ein Zirkusartist. Klauen genug Bisse. Na gut, ich glaube jetzt kannst du fliegen. Jojo. Zweiter Versuch auch daneben, aber ich glaube, damit kriegt man schon gute Airtime hin. Kontrolle hat jetzt ein bisschen mehr, aber alter Lachs, also das ist schon geil. So, der Russian Swing-Experte Max, der probiert sein Glück auch mal. Hoffe ich. Alter, ja. Ah. Alles gut? Ah. War das gut abgerollt? Ja, perfekt, Digga. Aber geht noch weiter eigentlich. Aber ich, wie gesagt, ich springe eigentlich eher im Wasser. Ich habe hier ein bisschen Paranoia. Also deswegen auch eher neben die Matte springen als auf die Matte. Genau. Alter, ich habe noch den ganzen Garten gegraben hier. Hinterlachs, da bist du aber Hacke voran. Hacke Spitze 1, 2, 3, wie der Süddeutsche sagen würde. So, wir testen jetzt mal, wie hoch diese Schaukel überhaupt schaukeln kann. Wir nehmen richtig fett Anschwung und bringen das Ding jetzt zum Überschlag. Im Bestfall. Boah, jetzt abspringen wir in Köln, Alter. Du fliegst aber schon rein her, kann er nicht essen. Alter, ich will springen, Alter. Oh, kein Bock mehr. So, wie ihr gegebenenfalls seht, das Ding wurde schon länger nicht benutzt, ist ein bisschen verrostet, aber das ist nicht so schlimm, denn dafür sind wir hier. Wir bauen das ganze Teil jetzt ab und machen das wieder schön, entrosten das, lackieren das und bauen das dann morgen wahrscheinlich auch wieder auf und lernen richtig fliegen. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal ran an eine Maloche und rein in den Holger, oder was? So, das Ding ist abgebaut. Jetzt heißt es, das Ding wieder schön machen. Das heißt, Rost ab, Farbe drauf und dann kann der Spaß losgehen. Das Ding ist, das hat tierisch lange gedauert, das ganze Ding abzubauen. Also echt eine Madness, das immer auf und ab zu machen. Also da sehe ich mich persönlich gar nicht. Aber beim Schwingen später, das wird ein Heidenspaß. Sicher. Aber es ist einfach schön, man-like Ette dabei zu haben. Einer muss es ja können hier, ne? Wie immer. Ja, Ette ist es. Ich bin es definitiv nicht. Jaspek ist es schon so ein bisschen. Ich bin so dazwischen. Also ihr seid die beiden Pole und ich bin genau in der Mitte. So, der Rost ist ab. Das heißt, die Dinger kriegen jetzt eine neue Farbe. Und was gibt es Geileres als das Gemisch, was wir anmischen lassen haben? Das ist einfach eine pure Pracht. Sechs Marker Orange oder was ist das? Besser. Dann zieh mal den ersten Strich da. Komm. So, die Stangen, die sind orange. Die Dinger sind, glaube ich, grün. Wenn das meine Rot-Grün-Schwäche richtig erkennt, das Viech ist auch grün. Und wie das Ganze dann wirklich aufgebaut am Kanal aussieht, das seht ihr in ein paar Sekunden. Für uns ist es morgen und damit geht es jetzt rein ins Grillen und sowas.
Ladungssicherheit mal wieder auf Höchstmaß. Die Dinger stehen locker 2 Meter raus. Hoffentlich werden wir nicht angehalten auf dem Weg zum Kanal. Aber ein bisschen Schwund ist immer, das sollte schon passen. In diesem Sinne, auf zum Kanal, rein in die Action, rein da oder sowas. So, wir sind am Kanal angekommen, nicht bei uns am heimischen Rhein-Herne-Kanal in Essen, sondern am... Was ist das hier für ein Kanal eigentlich? Wie? Dortmund-Ems-Kanal. Wir sind am Dortmund-Ems-Kanal angekommen, keine Ahnung, wie man richtig ausspricht. Hier bauen wir das Ding jetzt auf und dann sind wir schon sehr gespannt, wie das hier leuchtet. Neben dem glasklaren Wasser, das muss man auch mal erwähnen. Da siehst du übrigens die Steine. Übrigens, der Dortmund-Ems-Kanal geht in den Rhein-Herne-Kanal über. Also ist das auch ein Stück Heimat hier und wir hier füllen wir uns Pool wohl. Rein ins Aufbauen. Ich will gerade ein Auto durch. Ich räume jetzt gerade mal die Sachen ein bisschen weg, damit der eventuell hier durchpasst. Ja, kannst du auch. Wollt ihr machen? Live weg, oder? Ne, das ist eine Schaukel. Da kann man so reinschwingen und ein paar Saltos machen. Aber ihr wollt doch nicht ins Wasser. Ja, klar, immer. Ja, soll das eröffnen? Nein! Ja, ist ja, ja. Ihr seid verrückt. Ja. Okay. Aber da hat ihr mal was. Ja, ihr seid cool. Also, das ist ja eine Gesellschaft der Sonderklasse hier im Emsland, ja, oder wo wir sind. Ein Riesenauto. In Zuhause. Aber schon größer, da kommt hier jedes Auto. Ja, passt ja auch ein 40 Tonner durch, das ist gar kein Problem. Ne? Also, wenn ich passe, wird Passing immer, wenn ihr versteht. Ey. Also wie ihr seht, sind schon 4, 5 Leute vonnöten, um das ganze Ding aufzubauen. Also so ein Quickie ist das jetzt hier nicht. Aber ich meine. Ah. Oh nee, jetzt will hier eine Pferdekutsche durch. Da kannst du dir doch nicht ausdenken. Nein. Digga, die können Offroad, die Viecher. Pferde gehören in den Kanal. Oder eine Lasagne. Die können, ja. Wie willst du den Dingern denn sagen, dass die nach rechts fahren sollen oder so? Kann man die überhaupt lenken? Einfach einen ordentlichen Pfeilschlag auf links geben und dann steuern die nach rechts. Mhm. Alter, das ist ja... Agil! Wollt ihr machen? Reinspringen. Ah, ja, gut. Wie viel PS haben die? Wir haben das Ganze aufgebaut und uns ist aber aufgefallen, dass die Schaukel, also diese Bodenplatte, zum Boden hin verdammt wenig Luft hat. Das liegt daran, dass wir vorne die Stelzen hier stehen haben. Also wir stellen jetzt erstmal hier drauf, dass wir noch einen Zentimeter mehr haben. Kann ich das mal zeigen? Ja. Die Schaukel steht endlich. Wir haben jetzt vorne Gummimatten drunter gepackt, weil das Ganze vorher ein bisschen gerutscht ist beim Schwingen, also beim Ausprobieren. Das Ganze ist mit Spanngurten festgeknallt und jetzt passiert auch nichts mehr. Max hat das Ganze gerade einmal getestet, also das ist bombensicher. Hier die Spanngurte haben wir hier unten festgemacht. Professionell wie eh und je. Und hier sind die besagten Gummimatten. Trennen so ein kleines bisschen vom Kanal. So, die Schaukel wird jetzt gleich eröffnet. Ente hat sich dementsprechend in Schale geworfen, weil man lernt ja auch fliegen und der erste Sprung muss auch ein besonderer sein. Ente, hast du Bock? Ich hab sowas von Bock, aber ich hab ein bisschen Angst vor der Landung. Also, das wird Spaß. Ihr kennt die Rakete lernt heute endlich fliegen und damit rein in den Spaß. Ist da? Ich hab nichts mehr gesehen, nichts gecheckt und wusste auch nicht mehr, was. Also ich wusste nicht, was Phase war und dann. Alter, ich hab so einen Schlag auf den Kopf bekommen. Wie bewertest du die Swing? Alter, also absolut geil, 10 von 10. Alter, ich komme hier nicht raus, ich kann mich kaum bewegen. Ja, da passt schon. Ciao, Ette. Erfolgreicher erster Sprung. Ich würde sagen, es geht rein in eine Madness. Rein in eine Madness. Okay. Okay. Was ich da gemacht habe, das wüsste ich gerne mal. Ja, also das war ganz schön scheiße. Das war nix. Ich versuche jetzt meinen ersten Backflip. Ja, Mann. Du springst komplett ins Ungewisse und dann ist auch plötzlich irgendwann auch das Wasser. Und dann bist du kopfüber dann noch. Nice. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ed hat das Ding überdreht. Da gibt es nur eine Lösung für ein Double Front. Und damit geht es rein in Eds 5. Sprung und ein Double Front. Okay. Ich hab Zittern in den Arschbacken, ey. Ey, ist aber auch saukalt. Wir haben einfach März. Und dann noch das Schaukeln. Ist windig, kalt. Hier wird ein anderer Wind im Emsland. Okay, der war nicht. Da war der Schwung nicht richtig mitgenommen.
Ich bin irgendwie abgerutscht, eingeknickt und viel zu flach, keine Ahnung. Aber Alter, ich bin tatsächlich durch, Alter. Ja, ich habe das auch vorhin schon zu links gesagt zu Christi, eigentlich vorher einmal abkühlen, oder? Ich bin schon älter, ich bin 27, ich werde gleich einen Herzinfarkt kriegen. Ja, das geht schon, aber Alter, ich habe jetzt glaube ich 4 fette Schläge auf den Kopf bekommen. Alter Bär, da war ja jedes Mal ein Körper bei mir. Ey Leute, ich überlege auch, was ich mache, weil ich glaube, wenn man sich ablegt bei der Kälte, dann tut das schon weh. Aber ich will halt auch das letzte Mal mit der Schaukel was reißen eigentlich. Mal gucken. Ja, die Moreno-Crew ist als nächstes dran, ja? Ich sage euch ehrlich, ich habe gar keine Lust. Aber wir gucken mal, ich glaube, ich fange mit einem Auerbach an und dann gucke ich mal, wie kalt das Wasser ist. Ich will auch wohl ein Double ziehen, aber... Auerbach. Ja, vielleicht auch. Ja, Auerbach ist ein bisschen, aber ich kann ihn hoffentlich noch. Ich bin auch lange nicht mehr mit der Schaukel geschwungen. Sehr, sehr lange nicht mehr. Und einen Auerbach habe ich sau lange nicht mehr gemacht, aber wir gucken mal. Und dann gucken wir, wie kalt das ist. Sagst du zum Auerbach? Genau, dann habe ich gehofft. Max, erster Sprung, Vollgas. Alter. Von der Position hier sah das aus, als würde das Viech einmal mit dem Kopf hier hinten gegen. Ich hab gedacht, er kommt dran, ne? Die Tagesschau anmoderieren mit dem Gong und fertig. War zum Glück nicht so. Das war arschknapp. Willst du mal den nächsten Trick ansagen? Ich glaube, ich will so einen richtig weiten Backflip versuchen. Okay. So, Max ist das Ganze zu kalt, ist auch nachvollziehbar, glaube ich. Als nächstes werde ich die Erfahrung machen, da reinzufliegen. Hab ich Bock, Angriff. Wir wissen das alle, Jasbeck liebt das Wasser abgrundtief. Ja, und dazu noch ein 4 Meter hohes Metallgerüst. Auf Bock. Jasper wird eine andere Technik versuchen beim Abspringen. Er versucht nämlich mit einem Bein vorne abzuspringen. Das heißt, er benutzt auch eigentlich nur das eine Bein. Ja, ich versuche so abzuspringen. Max meinte, das könnte ein bisschen rutschig sein und sein Kollege ist da schon mal mit hingeflogen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich so abspringe. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Dann sage ich, jag mich einfach rein, guck, was passiert. Das soll ja auch ein bisschen gefährlich sein, ne? Gefährlich ist unser Motto und gefährlich macht Bock. Der nächste. Hä? Come on, man, life. Also ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, das könnte genau Jaspers Gerät hier sein. Das wird sich aber rausstellen jetzt die nächsten Male. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Knöchel, der eh schon ein bisschen am Arsch ist, tut gerade so weh. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Absprung war, weil ich vielleicht mit dem hinteren ja auch so ein bisschen gedrückt habe. Also ich glaube, Wasser umgeknickt ist jetzt vielleicht nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Insane Bock gemacht. Alter, dafür kriegst du einen. Wir haben gute Nachrichten. Der Jasper hat sich dazu entschieden, was zu machen. Ein Triple Side. Einmal noch Schmerzen und dann passt das. Dann darf ich hier aufhören. Ich sag dir so, wenn du einen Triple jetzt machst, dann ziehe ich gleich einen komplett so gesendeten Bauchklatscher in das Wasser rein. Also dann nenn ihn ein Wort. Sieht stabil an. Oh. Oh yes! Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben einen Triple Side Flip gemacht. In so einer Trampolinhalle in die Stöpselgrube. Also kann das eigentlich nur perfekt laufen. Yeah! Kopf. Das war die Ohrfeige meines Lebens. Alter, was Alter, ist Bär. Los? Sei mal her, da das Ding. Geiler Typ, gib Faust, ey, das ist ja... Digga, der sagt, warte, ich sag so, weißt du, kann ich jetzt filmen? Er so, ich mach jetzt, zack, rein in Triple, kein Thema, schön auf der Seite, ich kann nicht mehr sprechen. Ist nur Kunstblut. Ich hab gemerkt, ich hatte null Höhe und musste einfach nur klein machen. Ich wusste wirklich, wo ich bin, aber ich dachte, okay, wird trotzdem nix. Und dann wurde so halb was, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, war eigentlich ganz gut, leicht auf Seite. Seite merke ich auf jeden Fall hier so. Ja gut, er hat den Schwung aber nicht so ganz mitgenommen. Du hast auch gesagt, nächster, und da waren wir schon beim Schwung. Ja. Ich wollte es einfach hinter mich bringen. Ich hatte bis gerade richtig Bock auf die Nummer, aber das heißt für mich, dass ich gleich einen Full-Komet-Bauchplatscher durchziehen muss. Ja! Und dann das ist ja geil. Alter Lachs, da hab ich Bock drauf, ey. Alter. Also ich hatte da auch Bock drauf, dachte, das wäre eine gute Idee, aber gut. Willst du machen. So, Chrissy Doppel Z. Alter! Oh, meine Eier! Ist richtig warm. Machen wir direkt noch einen, Max. Ohne Zeit zu verlieren, geht's direkt in den zweiten Sprung. Diesmal ohne Schuhe, dafür mit Socken. Geil. Ja, Mann.
Alter, da drauf springen, okay, ist eine Madness, ne? Geil ist das, ne? Alter, mit einem Bein widerlich. Ich mach jetzt einfach. Okay. Also mit Handyarbeit zu filmen, also das ist schon eine Madness. Also ja, da kann sie überhaupt nicht auf Schwung geben, konzentrieren, das ist schon wie, also kein Spaß. Ne. Ne. Ja, ja, okay, den Backflip jetzt einfach mal als Double, auch wenn ich da überhaupt kein Feeling drin hatte. Aber im Bestfall klatsche ich hin und habe schon mal eine kleine Warm-up für den Bauchplatz. Das wäre natürlich das Best-Case-Szenario. Alter, da hast du ja wirklich überhaupt keine Kontrolle, aber mal vor. Also dein Triple ist eigentlich auch noch drin, aber ich glaube, jetzt kommt noch ein viel, viel geilerer Trick. Jetzt klatscht es. Ich habe keinen Beifall, wenn ihr das versteht. Ah, let's go! Und damit geht's rein in das Outro! So, die Schaukel ist abgebaut. Wir haben das alles regelkonform wieder in Hänger reingedonnert. Und für uns geht jetzt 150 Kilometer mit bester Ladungssicherheit zurück nach Essen. Ich zeige euch nochmal kurz für den Abgang. Und damit geht es auch für euch rein ins Outro. Fettes Dankeschön an Max für die geile Schaukel. Ihr werdet da hoffentlich Spaß mit haben, aber ich bin mir sicher, auf jeden Fall. Ihr müsst jetzt nur nach Heile nach Hause kommen, ne? Den Part übernehmen wir mit dem Heile nach Hause kommen. Und den Part, den ihr übernehmt, ist Heile in das Outro zu kommen und das Ganze ohne Hörsturz zu überleben. Unmöglich. Rein in das Outro, ihr Schlumpen. Digga! Okay, let's go! Aber gescheppert!